Corona in Bayern, der Podcast. Gabi Fischer und Expertin Jan Tuczynski sprechen über die Herausforderungen durch das Virus. Herzlich willkommen zur 25. Folge von Corona in Bayern. Mein Name ist Gabi Fischer. Ich begleite Sie in dieser Woche als Moderatorin. Und großes Thema heute natürlich, das Oktoberfest wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das hat Markus Söder am Vormittag bekannt gegeben. Dazu wird uns der Wiesenwirtesprecher Peter Inselkammer gleich seine Meinung sagen. Jan Tuczynski aus der Wissenschaftsredaktion wird uns verraten, wie weit man mittlerweile mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus gekommen ist und wie das mit der Ansteckung unter Kindern aussieht. Und die Maskenpflicht beschäftigt uns nochmal, gilt ab Montag dann hier auch in Bayern. Viele kleine Unternehmen in der Textilbranche, die bieten ja schon selbstgenähte Modelle an. Dazu kann uns die Unternehmerin Sina Trinkwalder eine wirklich ganz erstaunliche Geschichte erzählen. Und natürlich gibt sie immer einen Tipp des Tages von unserem Psychologen Doc Pablo. Tja, heute ist jetzt das passiert, was wir eigentlich alle schon erwartet haben. Das Oktoberfest 2020 findet nicht statt. Ministerpräsident Söder dazu heute Vormittag. Du kannst vielleicht in einem Speiselokal versuchen, einen Abstand zu etablieren. Aber ein Bierzelt lebt davon, von der Nähe. Ein Bierzelt lebt davon, keinen Abstand zu halten. Ein Bierzelt lebt eben davon, dass auch etwas getrunken wird, wenn ich das sagen darf. Und ein Bierzelt lebt auch davon, dass gesungen wird. Ja. So, das sind alles drei Faktoren, die eine stärkere Verbreitung, solange es keinen Impfstoff gibt, nahezu zwangsläufig macht. Wo er recht hat, da hat er einfach recht. Peter Inselkammer, der ist seit 3 Jahren der Sprecher der Wiesenwirte und Chef vom Ambrustschützenzelt. Sie wissen von dieser Entscheidung wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger zum Oktoberfest. Das kam jetzt nicht überraschend für Sie, oder? Tatsächlich weiß ich von der Entscheidung selber noch nicht so lange, auch erst seit heute Morgen um 9 Uhr konkret. Um die zweite Frage zu beantworten, überraschend kam es nicht, denn es hat sich natürlich innerhalb der letzten 2-3 Wochen abgezeichnet, wenn man die Entwicklung verfolgt mit den Infektionen, dass es nicht möglich sein würde, eine Großveranstaltung wie die Wiesn abzuhalten. Ja. Von daher keine große Überraschung. Ja. Mhm. Waren Sie also auch nicht beteiligt an der Entscheidung, also dass irgendjemand mit Ihnen auch eine Rücksprache gehalten hat oder so, das hat nicht stattgefunden? Im Vorfeld hat man natürlich seine Kontakte und wir sind durchaus in guten Austausch mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft und damit den Vertretern von der Landeshauptstadt München, was das Fest angeht. Da fragt man uns natürlich nach unserer Meinung, das ist klar. Aber konkrete Entscheidungen zu treffen, das obliegt der Stadt, weil die auch Veranstalter der Wiesn ist. Was war denn eigentlich Ihr erster Gedanke, Herr Inselkammer, als Ihnen klar war, die Wiesn kann dieses Jahr nicht stattfinden? Berührt einen tatsächlich emotional schon, weil man ja das kennt. Ich bin ja mehr oder weniger auch damit aufgewachsen. Wir sind seit 35 Jahren jetzt auf der Wiesn. Man konnte sich das ja nicht vorstellen, dass das irgendwann mal abgesagt wird. Das letzte Mal war während dem Krieg. Und dass man das jetzt irgendwie erklären muss, wieso es so ist. Also allein diese Vorstellung, dass am 19. September O-Zapft wird und wir kommen da nicht mit der Kutsche und da sind keine Gäste da und kein Zelt, das ist schon eine ganz komische Vorstellung. Ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen, bis wir das alle so realisiert haben. Sie sind Sprecher der Wiesenwirte, habe ich eben schon gesagt. Wie ist denn da so die Stimmung? Steht die Mehrheit jetzt hinter der Entscheidung oder hatten doch viele gehofft auf so eine Wiesen-Light vielleicht und sind jetzt enttäuscht? Also zum einen verstehen wir die Entscheidung absolut. Also das können alle nachvollziehen, dass es sehr schwierig geworden wäre, das überhaupt in irgendeiner Form durchzuführen. Von daher stehen auch meine Kollegen hinter der Entscheidung und das betrifft alle, weil für alle ist die Wiesn eine Herzensangelegenheit. Also genauso wie für mich ist es für meine Kollegen absolut nachvollziehbar. Auch aus unserer Runde kann ich sagen, dass so eine, ich nenne es mal halbscharige Wiesn, nicht dasselbe gewesen wäre. Und das wäre auch für uns in dem Sinne keine Freude gewesen, so ein Fest durchzuführen, wo man vielleicht halbleere Bierzelte hat, wo man kontrollieren muss, wer reinkommt und die Leute am Ende so mit ihrem Mundschutz vielleicht ein Bier trinken sollen. Also das haben wir uns auch nicht vorstellen können. Es ist ja nicht nur emotional jetzt traurig, obwohl wir die Entscheidung natürlich alle nachvollziehen können. Es ist auch ein großer wirtschaftlicher Verlust. Ne? Dieter Reiter hat ja heute gesagt, mit allem drum und dran, vom Schausteller übers Hotel bis hin zum Taxler, bis zu 1,3 Milliarden Umsatz im Jahr. Wie groß ist denn da der Anteil der Festwirte?
Bei dieser Rechnung geht man davon aus, dass circa ein Drittel dieser Wertschöpfung von der Zahl, die Sie jetzt genannt haben, also sagen wir so 400 Millionen, tatsächlich auf dem Oktoberfest umgesetzt wird. Das ist so die offizielle Zahl. Der Rest natürlich dann in der Stadt, entsprechend in der Hotellerie, Gastronomie, auch im Einzelhandel, im Taxigewerbe. Das sind alles Branchen, die ja dann auch profitieren von der Wiesn und nicht nur die, die auf der Wiesn selber tätig sind. Bei denen ist sicherlich, das ist auch ein Nullumsatz dann. Das kommt nicht mehr, das Geschäft, das wird nicht da sein. Und letzten Endes ist es schon für die Stadt insgesamt ein herber Verlust und für alle, die halt an der Wiesn auch mitverdient haben, ob das jetzt wird, das sind Schausteller, Geschäfte oder auch Mitarbeiter natürlich, Bedienungen, Köche, Kellner und so weiter. Jetzt denken ja viele, ja, die Wirte, die haben ja nun mehrere Standbeine, die werden ja nicht nur jetzt vom Oktoberfest leben. Könnten da vielleicht auch einige in finanzielle Schwierigkeiten geraten? Wir alle merken ja gerade, wie schwierig es worden ist, überhaupt über die Runden zu kommen momentan. Wir haben alle null Umsatz. Ja, Gastronomie darf ja nicht geöffnet haben. Also von daher ist es schon jetzt wirklich schwierig geworden. Gerade große Biergärten, die jetzt ein gutes Geschäft hätten, gerade bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, die merken sicherlich, wie schwierig es ist, überhaupt über die Runden zu kommen. Und für viele Betriebe wird das langsam existenzbedrohend, je länger das dauert. Sicherlich sage ich, wenn man in guten Zeiten ein bisschen vorsorgt, auch mal für die schlechten Zeiten, dann kann man ein bisschen durchhalten. Nur, das ist natürlich jetzt auch eine Frage, wie lange kann man das noch durchhalten? Und da muss jeder schauen, wo er bleibt und was er für Rücklagen noch hat. Aber letzten Endes wird es für viele schon ganz schön eng, sage ich jetzt mal. Und da hoffen wir, dass alle Betriebe da einigermaßen durchkommen. Kommen wir nochmal zurück auf die Wiesn natürlich. Viele Bedienungen, die leben ja manchmal monatelang von dem, was sie da auf der Wiesn verdienen. Ne? Das sind also diejenigen, die auch sehr stark betroffen sind. Das sind unsere Mitarbeiter alle, ja. Ob das jetzt Bedienungen oder Köche sind, auch die ganzen Schankkellner und Helfer, die alle mitarbeiten. Wenn bei uns im manchen Zelten arbeiten 400 Mitarbeiter oder mehr, teilweise, die da beschäftigt sind, die verdienen sich ja alle oftmals was dazu. Für manche ist es wirklich der Lebensunterhalt, wie Sie sagen, die ja viele Feste machen im Jahr, ob das jetzt in Straubing ist oder in Rosenheim oder dann auch auf der Wiesn. Das gibt's alles nicht dieses Jahr und das kann für manche schon echt auch wirklich existenzbedrohend sein, die sich wirklich Sorgen machen, weil sie jetzt keine Einnahmen mehr haben. Ja, also stellen wir fest, wir sind natürlich alle traurig, dass nicht nur das Oktoberfest, sondern natürlich auch viele andere Feste ausfallen in diesem Jahr, aber wir können das verstehen. So können wir sagen, ne? Fazit dieses Gesprächs. Ja, so können wir sagen, nachvollziehbar ist es, aber trotzdem schwer zu verkraften, ja, richtig. Ist klar, verstehe ich sehr gut, ist auch für uns so, als diejenigen, die gerne auf die Wiesn gehen. Da haben Sie recht, die Gäste habe ich noch gar nicht erwähnt, das stimmt, das ist ja auch ein Punkt, der sehr, es gibt viele Gäste, die haben sich so, die freuen sich jedes Jahr so wahnsinnig drauf. Mir geht es bestimmt auch nicht so gut, ja, das stimmt. Ja. Aber wir halten das durch. Schönen Dank für das Gespräch, ja. Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund, Herr Inselkammer. Danke, Frau Fischer, ebenfalls, bitte. Mundschutz und Abstand halten, nicht nur beim Oktoberfest, sondern auf allen Festen mit Bierzelt und Karussellfahrten. Also das ist einfach undenkbar und das wird erst wieder gehen, wenn wir einen Impfstoff haben. Nach allem, was wir so wissen, wird es den aber frühestens in einem Jahr geben. Aber es gibt Hoffnung, denn es gibt Meldungen, dass da sich etwas tut. Das heißt, in Deutschland könnten in dieser Woche sogar die ersten klinischen Studien genehmigt werden. Das heißt, ein möglicher Impfstoff wird bereits an Menschen getestet. Jan Tuczynski aus unserer Wissenschaftsredaktion. Wie ist denn da der Stand? Ist da was dran? Also es gibt tatsächlich sehr viel Impfstoffforschung rund um den Globus und auch deutsche Forschungseinrichtungen sind daran beteiligt, auch hier aus München. Aber noch sind die ersten klinischen Studien nicht zugelassen. Wir gehen aber davon aus, dass das demnächst genehmigt wird. Aber man muss natürlich trotzdem wissen, es ist trotzdem nicht so, dass dann in wenigen Wochen ein Impfstoff auf dem Markt ist. Denn Impfstoffforschung zieht sich wirklich über viele Phasen hin. Also erstmal müssen wir wissen, was ist für ein Erreger, was für eine Art Impfstoff wollen wir. Dann wird an Tieren getestet, ist das Ganze sicher. Und dann geht man in klinische Phasen. Und da ist es dann auch so, dass wir einen langen Zeitraum haben, weil natürlich viele Menschen, Hunderte, Tausende Menschen untersucht werden müssen und geimpft werden müssen, um zu gucken, A, hat der Impfstoff eine Wirkung und B, ist er sicher. Jetzt müssen wir ja sagen, eigentlich geht es sowieso schon ziemlich schnell vorwärts. Ne? Wenn man da guckt auf den Ebola-Impfstoff, da waren das fast 4 Jahre oder noch mehr als 4 Jahre. Und das war schon damals eine Rekordzeit.
Warum geht das jetzt schneller? Weil der Druck so groß ist? Weil es weltweit eine Pandemie ist? Oder haben die Chinesen schon ein bisschen vorgelegt? Wie ist es da? Also man muss sagen, in dem Fall war es tatsächlich so, dass der genetische Bauplan des Virus irre schnell entschlüsselt wurde. Also das hat gute 40 Tage gedauert und man wusste genau, wie sieht dieses Virus aus. Und darauf konnten Forscher dann natürlich aufbauen. Und hier in München beispielsweise ist schon vor einigen Jahren ein Impfstoff gegen ein früheres SARS-Virus entwickelt worden, gegen das MERS-Virus. Und das ist natürlich ein ähnlicher Impfstoff gegen ein Virus der gleichen Familie. Und man konnte dann sozusagen eben ein bisschen was austauschen, aber kann dann relativ schnell auf diese Art Forschung zurückgreifen. Und das erleichtert die Sache. Insofern kann man davon ausgehen, dass ein Impfstoff tatsächlich in einer Rekordzeit bestimmt entwickelt wird. Rekordzeit heißt aber eben trotzdem irgendwann nächstes Jahr. Das ist bei mir nicht Rekordzeit, Jan. Da erwarte ich mir was anderes. Das ist Rekordzeit. Ja, aber von diesem Impfstoff, da hängt natürlich jetzt alles ab, kann man sagen. Wann können wir mal wieder so ein bisschen zurückkehren zur Normalität in Anführungsstrichen? Auch Unterricht, Kinder, die warten natürlich da drauf und wir müssen alle uns ein bisschen gedulden und müssen jetzt auch lernen, mit dem Mundschutz umzugehen oder Mund-Nasen-Schutz. Wie ist das eigentlich bei Kindern und Jugendlichen? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Haben die spezielle Anforderungen? Also es wurde ja heute bekannt, diese Maskenpflicht soll für Kinder ab 7 Jahren gelten. Mhm. Und die brauchen genau die gleiche Art Mundschutz wie wir Erwachsenen auch. Das ist nicht anders. Ich glaube, bei Kindern geht es eher darum, ihnen zu erklären, wie sie den Mundschutz dann richtig ansetzen, wie sie sich da richtig verhalten, dass es eben wirklich über Mund und Nase geht, dass eben trotzdem die Distanz eingehalten werden muss. Also all diese Verhaltensregeln, die eben trotzdem dranhängen, die muss man Kindern nahelegen. Ansonsten gilt bei Mundschutz bei Kindern genau das Gleiche wie bei uns Großen. Also das heißt, in einem Jahr sagen die Kinder dann, wenn du den Mundschutz abnimmst, wer ist denn diese Frau? Ich habe noch nie gesehen. Die ist mir ja ganz unbekannt. Also das ist jetzt ganz wichtig, die Kinder auch da ranzuführen und vor allen Dingen auch nicht so viel rumzufummeln dann im Gesicht. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt bei den Mund-Nase-Schutzen, weil das haben wir ja teilweise auch schon auf Fernsehbildern gesehen, auch bei Politikern, die dann eben hier an der Nase rumzupfen und dann hinterm Ohr und nochmal am Kinn. Also da gibt es tatsächlich wirklich richtige Regeln, dass man das wirklich dann nur hinterm Ohr festmacht und sich eben trotz dem auch nicht ins Gesicht langt. Ja. Also das ist tatsächlich was, das kann man sich ja mit Kindern auch üben. Und das müssen wir Erwachsenen ja genauso trainieren. Wir sind das ja auch nicht gewöhnt. Das ist vollkommen richtig. Wie ist denn das überhaupt mit Kindern und Covid-19? Wie ist denn da die Ausbreitung? Da hört man so wenig davon. Also am Anfang war es ja tatsächlich so, dass man irgendwie dachte, Kinder können sich gar nicht infizieren oder nur sehr selten. Das stimmt nicht. Also Kinder kriegen Covid-19 auch. Das Interessante ist, bei Kindern verläuft das in der Regel milde, bis symptomfrei. Also wir wissen von überstandenen Covid-19-Erkrankungen bei kleinsten Kindern, da gab es überhaupt keine Symptome. Also Kindern macht die Krankheit längst nicht so viel aus wie den Erwachsenen. Warum das so ist, wissen wir nicht. Da haben wir sehr widersprüchliche Erklärungen von Experten gehört. Aber wichtig zu wissen ist, Kinder infizieren sich und Kinder können das eben auch weitergeben. Und das ist auch der Grund, warum man eben gesagt hat, ja, Schulschließungen vielleicht keine ganz schlechte Idee, weil eben Kinder sich gegenseitig infizieren und die Kinder wiederum können es dann an die Großen weitergeben, an die Erwachsenen. Und unter Umständen eben auch an Risikogruppen wie Großeltern, die wären dann vielleicht auch stärker betroffen. Jetzt geht's ja immer hin und her mit dem Unterricht. Die einen wollen anfangen, auch mit den Kleinen, und die anderen, die sagen, nee, ist besser, wenn die Älteren erst einmal zur Schule gehen. Das ist halt auch immer so eine Sache. Dann gibt es Vorschläge, sollte man im Freien unterrichten, was ich auch ein bisschen komisch finde, weil irgendwann wird das Wetter auch mal umschlagen, ne? Wenn wir so über längere Zeiträume uns das überlegen. Das ist schon schwierig, eine Entscheidung dazu treffen, ne, Jan? Also ich finde tatsächlich interessant, welche Vorschläge da jetzt kursieren. Ich kann mir das in der Praxis alles noch nicht richtig vorstellen. Also natürlich geht es jetzt los, die Vorschläge im Klassenzimmer Abstandsregeln einzuhalten, ne? Tische auseinanderzuziehen. Da darf natürlich dann an jedem Tisch nur noch ein Kind sitzen. Doppelsitze, 2 Kinder an der Bank, das kann schon mal gar nicht sein. Das hieße aber auch, wir müssen die Klassen verkleinern. Das heißt, wir brauchen viel mehr Lehrer oder wir brauchen einen Unterricht im Schichtsystem. Mhm. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeitszeiten der Lehrer.
Also das ist alles ungeklärt. Unterricht im Freien finde ich keinen abwegigen Vorschlag, weil im Freien sicherlich der Luftaustausch gewährleistet ist, die Infektionsgefahr ist nicht so groß. Also wenn es warm ist, ja, würde ich sagen, na klar, wer kann, geht mit seiner Klasse auf den Schulhof, macht einen großen Kreis und macht dort Unterricht. Könnte übrigens das Lernen auch fördern, weil wir wissen, Kinder, die in Bewegung sind, lernen besser. Aber auch das ist natürlich eben keine Dauerlösung, ja. Genau wie du sagst. Ja, dann schlägt das Wetter um und dann müssen wir auch eine Lösung dann haben. Dann stehen wir im Regen. Im wahrsten Sinne. Also ich glaube, da wird jetzt wirklich gebastelt und getüftelt. Ich sehe da noch keine Ideallösungen. Aber ich verstehe natürlich sehr, dass gerade Eltern von kleineren Kindern sagen, die schaffen das nicht alleine zu Hause, in der Familie den ganzen Schulstoff irgendwie aufzuarbeiten. Die brauchen irgendwie pädagogische Unterstützung, die brauchen ihre Freunde in der Schule. Also da verstehe ich die Not auch. Ja, das muss auf jeden Fall irgendwie gelöst werden. Unter den dokumentierten Fällen von Covid-19 übrigens bei Kindern, weil wir gerade da stehen geblieben sind, da sind besonders viele Neugeborene. Werden die öfter erfasst oder gibt es tatsächlich ein höheres Risiko für die? Ich habe dazu tatsächlich keine Angaben gefunden. Dass es da ein besonderes Risiko gibt, wüsste ich nicht. Neugeborene werden natürlich extrem genau untersucht in Deutschland, was ja auch sehr gut ist. Und ich nehme an, dass alle Neugeborenen jetzt sozusagen standardmäßig auch daraufhin untersucht werden und wahrscheinlich wird das dann eben auch schneller festgestellt. Aber ganz genau weiß ich es nicht. Es ist, glaube ich, kein einheitliches Vorgehen, woher die Zahlen kommen und worauf das beruht, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau sagen. Jan, vielen Dank für die neuen Infos, die du heute gebracht hast, insbesondere über das Thema Impfstoff, worauf wir ja alle warten, auch wenn wir da unsere Zeitvorstellung ein bisschen annähern müssen. Geduld ist gefragt. Sieht so aus. Schönen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Und wir schauen nochmal auf die Maskenpflicht. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich hatte lange gar keine und wusste erstmal überhaupt nicht, woher ich die bekommen kann. Mittlerweile gibt's ja viele in der Textilbranche, die Masken in allen möglichen Variationen auch nähen. Wie zum Beispiel die Sina Trinkwalder, Chefin von Manomama in Augsburg. Und sie hat auch ihre Produktion darauf umgestellt. Ich finde das eine tolle Idee. Herzlich willkommen, Sina Trinkwalder. Hallo, grüß Sie. Frau Trinkwalder, Sie haben eigentlich, muss man sagen, den richtigen Riecher gleich gehabt und das schon vor Wochen, weit vor der Maskenpflicht, dass wir diese Dinger mal brauchen werden und auch die Krankenhäuser. Wie viel haben Sie denn mittlerweile produziert? Ich kann es schon gar nicht mehr zählen. Ich würde mal sagen, wir knacken jetzt die oder die nächste Woche die Viertelmillion. Und das Ganze zum Selbstkostenpreis. Und da gab es auch zunächst einmal Probleme durch Abmahnanwälte. Und dann hatten sie auch noch Krach mit einem Typen, der ihre Masken dann für das Doppelte an Krankenhäuser weitervertickt hat. Was ist denn da passiert? Erzählen Sie mal. Bei uns war es so, bereits weit vor der Krise haben mich Krankenhäuser angeschrieben, ob wir ihnen nicht Mund-Nasen-Abdeckungen produzieren können. Und das war schon Ende Februar. Ja? Da wussten wir hier alle noch nichts, wir Normalbürger. Und ich dachte mir, ach ja gut, aus Nordrhein-Westfalen, Krankenhaus, ein bisschen Bio angehaucht, schön, dass die mal nachhaltig werden wollen. Als es dann 2-3 Tage später die Nächsten kamen und die Nächsten kamen, die Nächsten kamen, war mir relativ schnell klar, okay, wir haben hier ein Problem. Ja? Und ich habe natürlich sofort auch mit einem guten Freund von mir mich unterhalten, der Anwalt ist, und gesagt, du, kann ich denen eigentlich helfen? Ja, weil es geht ja hier in den medizinischen Bereich, und dann hat er mich aufgeklärt und gesagt, ja, wenn du auf behördlichem Auftrag, kein Problem, sei okay, gut, in Ordnung. So, dann zogen sich die Kreise weiter und es haben sich ganz viele tolle private Nähgruppen gebildet und natürlich sind die alle vernetzt. Und dann kamen die Ersten, die gesagt haben, Mensch, Sina, scheiße, ich habe irgendwie eine E-Mail gekriegt von jemandem, der will nicht, dass ich das so nenne, was soll ich machen? Also es kam unheimlich viel auf mich rein. Und ich selber stand da schon jeden Tag fast 20 Stunden am Tag an der Nähmaschine und unter Druck, sodass ich irgendwann ist mir die Hutschnur geplatzt und habe dann auch wirklich öffentlich gesagt, Mensch, Leute, haltet die Füße still. Und wer helfen will, soll helfen. Und der Rest soll jetzt einfach mal, Entschuldigung, bayerisch, bei Gosch halten. Ja? Weil das natürlich für alle, die hier gerade helfen, wirklich ein massiver psychischer Druck auch ist. Was dann die Presse irgendwann am Schluss gedichtet hat, zu sagen, sie wurde mehrfach abgemahnt und so weiter. Gut, da muss man halt dann auch mit den Menschen reden, ja. Ja, das kennen wir ja dann. Ja, das kennen wir, da haben Sie recht. Aber wir können jetzt feststellen, die Sache läuft. Wen dürfen Sie beliefern?
Wir haben angefangen, ausschließlich Kliniken, Krankenhäuser, Behörden zu beliefern, Städte zu beliefern, psychotherapeutische Einrichtungen und. Also wir haben mit denen quasi schon mit Mund-Nasen-Kollektion entwickelt. Ja, wir haben psychotherapeutische Einrichtungen gerne bunt haben möchten, möchten es die Kliniken gerne kochfest, ja, dann möchten dieses Jahr. Also ich wusste nicht, dass unsere Sommerkollektion so aussehen würde, aber nun denn, ja. Die Realität bringt einfach immer wieder Überraschungen mit sich. Mhm. Mittlerweile ist es aber so, wir haben dann angefangen, vor 2 Wochen den Lebensmitteleinzelhandel auszustatten. Und seit gestern bricht alles bei uns ein. Also wir können nicht gegen die Welt nähen. Das geht einfach nicht. Also wir versuchen nach Kräften, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen auszustatten. Aber das ist schon wirklich ein heißer Tanz. Und insofern, irgendwie kriegen wir es hin. Das glaube ich Ihnen sofort, Frau Trinkwalder, denn so kenne ich Sie. An diesen Masken, da verdienen Sie ja eigentlich so gut wie nichts. Wie läuft denn Ihr Betrieb im Moment? Wir wissen alle, Sie achten auf Ihre Angestellten. Sie geben auch denjenigen eine Chance, die sonst im Arbeitsleben ja nur ganz schwer einen Fuß in die Tür bekommen. Ihr Team ist quasi wie so eine Familie, ne? Müssen Sie sich da auch Sorgen machen? Nein, ich muss mir da keine Sorgen machen, weil wir wirklich, wie Sie so schön gesagt haben, das ist eine große Familie. Und wenn ein Unternehmer ein Produkt auspreist, an dem er nichts verdient, heißt es ja nicht, dass es kostendeckend hergestellt wird. Und genau das tun wir. Wir haben gemeinschaftlich entschieden, was wollen wir machen. Zum einen hatte ich alle meine Ladies and Gentlemen gefragt, wollen wir Mund-Nasen-Abdeckungen nähen? Ja, das war eine ganz große Frage, weil was viele Leute auch nicht verstehen, selbst Näherinnen und Hobby-Näherinnen, die privat mal 10, 20 Stück nähen, das ist ein kleiner Unterschied, wenn sie 10 und 15.000 am Tag fertigen, und zwar psychischer Natur. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, wenn jede Minute so ein Mundschutz von ihrem Nähtisch purzelt, dann realisieren sie über die Zeit, dass wir hier ein ernsthaftes Problem haben. Und selbst wenn Sie noch ein großer Optimist sind, dazu zähle ich mich ja auch, dann haben Sie nach 10 Stunden Mund-Nasen-Abdeckung nähen, ja, da brauchen Sie schon mal Luft. Und denken, Mensch, Maja, boah, ja. So, und dann war unsere Entscheidung ganz klar, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht in der Not und mit der Not der anderen, ich sag's jetzt mal salopp, einen Reibach machen. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich die Diskussion nicht verstehen. Es gibt andere, die nehmen 10, 15, 20 Euro für eine einfache Mund-Nasen-Abdeckung. Das ist die Freiheit eines Unternehmers. Ja. Ja, es muss ja keiner kaufen. Also ich weiß nicht, warum man sich dann da immer noch abmüht und macht und tut, sondern man sollte momentan, glaube ich, dankbar sein für jeden, der hilft, um diese Situation zu entschärfen. Da haben Sie vollkommen recht. Sie legen ja auch oft den Finger so richtig schön in die Wunde, wenn politisch was schiefläuft. Was wäre denn Ihr Wunsch als Unternehmerin an die Politik im Moment? Ich muss gerade so herzhaft lachen, wirklich, Frau Fischer, weil mein Standardspruch ist ja immer, am liebsten ist mir, dass Politiker das tun, was sie immer tun, nicht, dann sind sie mir schon nicht in der Quere. Ja? Und gerade wenn wir jetzt über Mund-Nasen-Abdeckungen sprechen, das kann ich mal wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe das noch nirgendwo erzählt, aber mittlerweile ist die Zeit vergangen und ich habe reflektiert. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn Sie dem bayerischen Wirtschaftsministerium die Information geben, schon weit vor anderen, wir sind in der Lage, Manu Mama ist in der Lage, Mund-Nasen-Abdeckungen zu nähen, und dort wird es ignoriert. Mhm. Und 3 Wochen später machen sie es nochmal und dann verweist man sie auf Gesundheitsministerium. Dann habe ich im Gesundheitsministerium angerufen, wo die Pressestelle sehr betröppelt meine Situation aufgenommen hat, und ich soll doch schriftlich mein Gesuch einreichen. Oh. Das habe ich dann gemacht. Um anschließend 7 Tage später, halten Sie sich fest, eine Antwort zu bekommen, die da heißt, sehr geehrte Mitbürgerin, sehr geehrte Mitbürger, wenn Sie Corona haben, gehen Sie zum Gesundheitsamt, und wenn Sie wissen wollen, wie viele Fälle es dort schon gibt, gehen Sie zum Landratsamt. Wahnsinn, unglaublich. Also sprich, diesmal tun Sie schon wirklich ziemlich das, was ich mir sonst eigentlich immer wünsche. Es ist, glaube ich, nicht die Situation, wo wir momentan uns gegenseitig kritisch beäugen sollen, sondern wir müssen alle jetzt zusammenpacken, die Ärmel hochkrempeln, die Arschbacken zusammentun und sagen, auch wenn mir Dinge nicht gefallen oder Prozesse nicht taugen, die gerade so passieren, ja, auch wenn ich beispielsweise über Ärzte und Pfleger sehr, sehr viel Internas mitbekomme, auch was die Versorgung betrifft, ja, und die ist wirklich nicht unbedingt das Beste, dann hilft es nichts, jetzt hier groß die kritische Debattentöpfchen zu öffnen, sondern das können wir alles später machen. Jetzt gilt es, dass jeder, der 2 Hände hat, die man bewegen kann, hilft,
die Situation in den Griff zu bekommen. Ja, das haben Sie sehr schön gesagt und haben uns da auch wirklich ganz interessante Einblicke jetzt gegeben, Frau Trinkwalder. Ja. Bei uns in Bayern, da laufen ja die Lockerungen sehr, sehr langsam an. Was denken Sie jetzt, wenn Sie aus Köln zum Beispiel Bilder sehen, wenn die Menschen sich in der Innenstadt da auf die Füße treten und am Sonntag sogar die Geschäfte offen haben? Was kommen Ihnen da für Gedanken in den Kopf? Zum einen ist es folgendermaßen, dass ich selbst, nehme ich mich nicht aus, vor 7-8 Wochen das noch ziemlich auf die lockere Schulter genommen hat. Aber durch die vielen Gespräche mit Ärzten und mit Menschen, die direkt wirklich an vorderster Schiene sind mit betroffenen Patienten, wenn man diese Gespräche mitverfolgt, dann nimmt man das sehr, sehr, sehr schnell ernst und man dreht seine Meinung um 180 Grad. Also ich nehme diesen Virus sehr, sehr ernst. Vielleicht nicht unbedingt ganz für mich, weil ich noch ein bisschen jünger bin und noch ein bisschen fitter bin, aber gerade für Menschen, die der sogenannten Risikogruppe angehören, es ist wirklich eine sehr ernstzunehmende Bedrohung. Und ich finde, Gesellschaft heißt auch, auf die vermeintlich Schwächeren aufzupassen, auch wenn es heißt, die eigene individuelle Freiheit etwas zurückzuschrauben. Frau Trinkwalder, ich wünsche Ihnen alles Gute und bitte bleiben Sie auch gesund. Und ja, ich kann nur sagen, tolle Idee, was Sie da machen. Sie nähen so viele Masken, die wir alle gebrauchen können. Schönen Dank dafür. Schönen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen auch. Tschüss. Bei uns in Bayern, da gibt's ja seit gestern leichte Lockerungen bei den Ausgangsbeschränkungen. Bau- und Gartenmärkte haben zum Beispiel geöffnet und schwupps, da waren dann gleich an manchen Orten schon Riesenschlangen vor den Geschäften. Und dazu hat sich auch mal unser Psychologe so seine Gedanken gemacht. Hallo, hier ist Doc Pablo und hier ist mein Tipp zum Tage. Schlange stehen, leicht gemacht. Jetzt machen die Läden stückchenweise wieder auf, vor allem Baumärkte und Gärtnereien. Und alle rennen sofort und auf einmal hin. Wirklich alle? Ich weiß noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was jetzt außergewöhnlicher ist, in einen Baumarkt zu gehen oder Schlange stehen. Also auf zur Expositionsübung. Ich gehe selbst und werfe mich ins Getümmel. Mal wieder unter Leute kommen. Aber die hohe Kunst des Schlangestehens muss erst noch erlernt werden. Ich brauche jetzt eine Lichterkette und kann mich kaum dabei beruhigen. In der gierigen Erwartung gefangen, vergesse ich den Abstand zum Vordermann. Ich mache mir bewusst, es ist ein Gebot der Höflichkeit und des Überlebens, Abstand zu halten. Wir sind weiterhin alle potenziell ansteckend. Ich versuche hinter meiner Maske ein Lächeln, statt auf den Boden zu starren. Wir sind alle unterschiedlich, groß, klein, dick, dünn und denken alle etwas anders darüber nach, über die Zeit in der Schlange. Es dauert alles etwas länger. Die Umstände werden nicht leichter, nur anders. Schöne Maske, höre ich von jemandem. In der Hektik habe ich die Do-it-yourself-Maske meiner Tochter, die mit dem Einhornmotiv und den bunten Stickereien übergestreift. Sind Sie nicht Dr. Hagemeyer? Ertappt. Ruhig bleiben. Einatmen, Pause, ausatmen. Ich frage mich, was ich aus dem Baumarkt alles hamstern kann. Vielleicht ein Zollstock, um mir wirklich mal klarzumachen, wie lang 1,5 Meter wirklich sind. Zollstöcke, höre ich hinter mir, die sind schon längst ausverkauft. Und Lichterketten? Die gibt's nur noch in der Gärtnerei. Und da wird mir auf einmal klar, dass ich in der komplett falschen Schlange stehe. Bleiben Sie gesund und denken Sie daran, keine Panik. Doc Pablo war das beim Abstandhalten in der Schlange vorm Baumarkt. Den Nagel eigentlich wie immer auf den Kopf getroffen. Bis morgen, bleiben Sie gesund und halten Sie Abstand. Corona in Bayern, der Podcast von BR24 und Bayern 1.